Achtung, ein Leasing für Privatleute rechnet sich häufig nicht und dann explodiert die vermeintlich preiswerte Leasingrate. Der Leasingfaktor, mit dem häufig geworben wird, ist ein reines Marketinginstrument. Damit kann man gar nichts anfangen und vergleicht schon gar nicht den Markt. Im Internet locken viele Leasinganbieter mit einem privaten Autoleasing. Warum dies viele Fallen enthält, verrate ich in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Markus Mingers von der Kanzlei Mingers Rechtsanwälte aus Köln. Wir sind Verbraucheranwälte und geben auch in diesem YouTube-Channel regelmäßig Verbrauchertipps. Wenn du daran teilnehmen willst und häufiger Videos sehen willst, dann abonniere doch diesen Channel. Im Internet gibt es viele, viele Leasingbörsen, Leasinghändler, die auch für Privatleute vermeintlich Superschnäppchen bereithalten. Achtung, ein Leasing für Privatleute rechnet sich häufig nicht, denn das ist normalerweise konzipiert, denn Leasing ist ja so eine Mischung aus Kauf und Miete, konzipiert für Gewerbetreibende. Denn die Umsatzsteuer kann man ja als Privatmensch nicht gegenrechnen. Das heißt, die kommt in der Regel dann nochmal obendrauf, derzeit 15%, bald wahrscheinlich wieder 19%. Das heißt, das Angebot ist immer nochmal mit der Umsatzsteuer zu addieren. Das nächste ist, im Kleingedruckten steht auch häufig drin, dass diese Leasingrate, mit der geworben wird, auf 10.000 Kilometer im Jahr begrenzt ist. Damit kommen viele nicht hin und dann fallen Mehrkosten an. 5, 10, manchmal 20 Cent pro gefahrenen Mehrkilometer und dann explodiert die vermeintlich preiswerte Leasingrate. Häufig sind auch Anzahlungen versteckt, da muss man immer sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Der Leasingfaktor, mit dem häufig geworben wird, ist ein reines Marketinginstrument. Das ist die monatliche Leasingrate geteilt durch Laufzeit, geteilt durch Neupreis mal 100. Damit kann man gar nichts anfangen und vergleicht schon gar nicht den Markt. Achtung auch vor versteckten Kosten, Überführungskosten, häufig 700, 800 Euro, Anmeldekosten und so weiter, lassen dann das Gesamtpaket auch immer unattraktiver werden. Häufig lohnt sich für Privatleute tatsächlich eine Finanzierung weitaus mehr als ein Leasing. Wenn du aber als Privatperson in einem Leasingvertrag steckst, dann habe ich noch einen guten Tipp für dich. Dann ist sehr häufig die Widerrufsbelehrung falsch. Und wenn die Widerrufsbelehrung falsch ist, dann kannst du den Kauf rückabwickeln. Das heißt, du kannst das teure Leasing wieder zurückgeben. Du bekommst sämtliche Leasingraten zurück, gibst das Fahrzeug zurück. Und wenn du nach Juni 2014 geleast hast, musst du sogar nichts bezahlen für die gefahrenen Kilometer. Kannst also kostenlos Auto fahren. Wie das funktioniert, verraten wir dir unten in den Shownotes. Da werden wir einen Link platzieren. Da kannst du gerne deinen Leasingvertrag uns senden. Wir prüfen den kostenlos und schauen dann, ob wir auch dich aus dem unliebsamen Leasingvertrag rausholen können. Wir sehen uns wie immer vor Gericht.